Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Walking Dead, The Final Season. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Wir kontrollieren die Mauern? Ja, von da oben. Die beste Aussicht. Sieht aber schweinegefährlich aus. Bereit zum Klettern? Plötzlich Assassin's Creed. Sieht gefährlich aus. Was ist gefährlicher als Beißer? Oder die Rostlaube, die du fährst? Stimmt. Du bist kein feiges Huhn, oder? Nein. Ein bisschen. Da fallen mir Chicken Nuggets ein. Erinnerst du dich noch? Nicht wirklich. Ich schon. Die gab's bei uns sonntags. Oma hatte nach der Kirche und vorm Bibelkreis keine Zeit zum Kochen. Deshalb Fast Food. Mann, für ein Nugget würde ich ein Auge hergeben. Wirklich? Denke schon. Ja. Für ein ranziges Nugget? Ein ganzes Auge? Ist das nicht ein bisschen viel? Stacheldraht, Fallen, Waffen, alles, was wir geplant haben. Das haben wir dir zu verdanken. Du hast es möglich gemacht. Du hältst heute Abend Wache, oder? Ja, AJ und ich. Hast du vorher Zeit zum Abhängen? Klar. Jetzt wird's romantisch. Wow, echt schön. Manchmal brauche ich meine Ruhe. Etwas Abstand von den anderen. Clem. Ja? Du kamst wegen der Medizin zurück. Wegen AJ. Aber dann hättet ihr gehen können. Das hätte dir den Mist mit den Plünderern erspart. Warum bist du hier? Tut mir leid, wenn ich zu direkt bin. Du musst nicht antworten. Jeder hat so seine Gründe. Wo soll ich denn hin, wenn du hier bist? Oh. Das ist schön. Kennst du irgendwelche Sternbilder? Nee, du? Ich habe in der Schule welche gelernt und dann vergessen. Erfinden wir welche. Komm mal her. Hier kann man sitzen, ohne dass man abstürzt. Ist es nicht so, dass jeder ein besonderes Sternzeichen hat? Das bestimmt den Charakter. Das ist Astrologie, nicht Astronomie. Scheiß drauf, wir bestimmen das selbst. Regeln, Zeichen, Eigenschaften. Weiß eh kein Schwein mehr, wie es früher war. Okay, los geht's. Da, siehst du? Ein Fisch. Okay, wir müssen jetzt einen Fisch machen, oder wie? Ob ich das hinbekomme? Ja, hallo, ich will den hier. Was, ich muss den hier nehmen? Das wird doch niemals ein Fisch. Naja, doch, wird ein Fisch. Ich wollte ihn andersrum machen. Warum kann ich nicht connecten? Irgendwas fehlt mir hier. Das ist ein Fisch, was wir hier haben. Aber ich kann ihn leider nicht connecten, aus irgendeinem Grund. Ist da oben noch irgendwas, was wir mitnehmen wollen? Nope. Mein Fisch. Mein perfekter Fisch. Hm. Kann ich hier nochmal zurück? Muss ich das hier irgendwie? Ach, ich muss das hier erst connecten. Alles klar.
Jetzt braucht er einen Charakter. Klug, hübsch, ein geselliger Typ. Hat immer viel Energie. Klingt das wie jemand, den wir kennen? Ja, das klingt... Leicht. Geselliger Typ, dagegen nicht. Das klingt... Ja, nach dir. Das klingt nach dir. Hast du nicht zugehört? Ein geselliger Typ. Ich? Okay, der Teil eher nicht. Den Rest sehe ich mal als Kompliment. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ein Messer. Da oben. Direkt über deinem Kopf. Ja, die sind alle über meinem Kopf. Okay, ein Messer. Ich sehe auch ein Messer. Und zwar fangen wir hier an, gehen hier hin. Nehmen wir das hier mit. Ist das mit drin? Also hier sehe ich den Griff. Man kann aber auch nicht zurück, oder? Nee, wenn man einmal angefangen hat, dann muss man es durchziehen. So, hier, zack. 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 Und wir haben ein Messer. Super, das ist leicht. Klug, sauber, brutal, zuverlässig. Jemand, der dir den Rücken stärkt. Lässt sich nichts gefallen. Kriegt Zeug gebacken. Das bin ich. Das bin definitiv ich. Ja, das passt echt zu dir. Wenn das nur alle schneller erkannt hätten. Okay, einmal noch. Da ist ein Vogel. Ein echter Vogel? Nein, aus Sternen. Ein Sternenvogel. Wo fangen wir an? Kann ich hier anfangen? Weil hier oben sehe ich den Schnabel. Oder denke ich zumindest. Doch, das wird der Schnabel sein. Oder auch nicht. Könnte jetzt auch ein Flügel sein. Ah, wo will er denn hin? Hier hin. Nee, ist glaube ich doch der Schnabel. Das hier unten ist nämlich das Ende und hier oben ist der Anfang. Ein Vogel ist frei. Er kann fliegen, wohin er will. Weiter und weiter, ohne zurückzukommen. Nach Süden, Osten, Westen, ganz egal. Man könnte in den Sonnenuntergang fliegen und sehen, wo er endet. Das sind wir alle. Wir wünschen uns alle, wir könnten hier wegfliegen. Vielleicht lernen wir irgendwann gemeinsam zu fliegen. Entschuldige, ich wollte nicht so viel reden. Ich musste nur oft mit ansehen, wie Leute gehen. Familie, Freunde. Sie kommen nie wieder. Aber du kamst wieder. Und jetzt kann ich's mir ohne dich nicht mehr vorstellen. Oh Mann. Das klingt echt bescheuert, wenn man es laut sagt. Ach, du weißt, was ich meine. Ich denke... Oder hoffe, wir sind nicht nur Freunde. Und ich will... Alles klar, ich setz alles auf eine Karte. Wir wollen doch alle dasselbe, oder? Wir wollen doch alle dasselbe. Verdammt. Sehr romantisch. Also, verdammt. Katsching, oder? Komm schon. Yes. Ich dachte schon, ich habe zu früh katschingt. Ah, das ging schnell. Verdammt. Wird wohl Zeit, dass du Wache schiebst. Bereit? Ja. Nein. Noch ein bisschen rummachen wäre mir lieber gewesen als die dämliche Wache. Damit hätten wir auch das geklärt. Clem steht auf Mädchen. Wie ich. Ich stehe auch auf Mädchen. Krass, oder? Hättet ihr nicht mitgerechnet.
Die Plünderer. Der Typ, er wird bei ihnen sein. Abel, ja. Deine Albträume, sie drehen sich alle um ihn, oder? Ja. Ich hasse das verfickte Kackarschloch, verdammt nochmal. Wow, das war jetzt schon übertrieben, oder? Nö. Oder? Tu ich aber. Versuch, ich kann's verstehen. Zu denken. Zähl die Monster, die du siehst. So viel wie sonst auch. 3, 4. Es ist okay, wenn Abel dir Angst macht, AJ. Du kannst damit umgehen. Da draußen sind 10 Monster. Er macht mir keine Angst. Aber wenn er herkommt, gehört er mir. Alter. Ich bringe ihn um. Okay? Alter. Okay, Bruder, er gehört dir. Okay. Wirklich? Ja. Ich kann dir nicht versprechen, wie es abläuft. Aber wenn es geht, darfst du zuerst auf ihn schießen. Wow. Du sagst, ich sage nein? Ja. Ich bin jetzt groß. Bist du nicht. Aber fast. Ich kann ihn voll zum Monster machen. Aber ganz ehrlich, Abel ist ein kranker Psycho. Clem, ich sehe was. Kein Weißer? Hier, guck mal. Immer diese komischen Bildflipperies. Okay, oh. 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 Oh, was haben die vor? Die schleichen sich hier durch. Das oh, jetzt Weißer. Geht's rund. Gute Arbeit, AJ. Komm, wir müssen Bescheid sagen. Jetzt geht's rund, Freunde. Und AJ ist ein kranker Freak. Ausgebildet durch mich. Sind sie endlich da? Ja. Pass auf dich auf. Wir sind bereit. Sie haben noch mindestens 4 weitere Leute. Alle bewaffnet. Und Karren, um Leute mitzunehmen. Oh nein. Arschlöcher. Ich glaub's nicht. Sie sind hier. Wenn sie reinkommen, lock ich sie hinter mir her. Dann haben Willy und Mitch Zeit, die Bombe zu legen. Ich leg sie unter die Karren. Das passt. Ich schwör's. Wenn sie reinkommen, fallen wir zurück. Zum Verwaltungsgebäude. Genau. Zu unseren Fallen. Das wird eine fiese Überraschung für die. Die Kleidersäcke werden sie platt machen. So. Noch schnell ein paar weise Worte. Du hast sie ja schon mal besiegt. Mehr oder weniger. Louis, Schnauze. Egal was passiert, passt aufeinander. Scheiße, Dad! Verdammte Scheiße! Oh nein! Scheiße! Mist, Mist! Verstecken! Oma, ich mach das! Versteck dich! Oh Gott, Lilly. Macht auf, Kinder! Das muss hier nicht weiter aufwarten! Muss es! Geh! Ich komm klar! Ja, ist ein Durchschuss. Hast viel Zeit! Geh! Ja, komm! Wir müssen randalieren! So, Defense steht. Ist okay. Beweg dich nicht und sei leise. Was zur Hölle ist das? Ganz ruhig. Das sind bloß Vogelscheuchen. Die meinen's wohl ernst. Verteilt euch. Mach sie kalt! Schieß dich! So weit wird's nicht kommen!
Wo sind unsere Rekruten? Das sind nicht eure! Durchsucht den Hof. Komm schon, AJ. Clementine, falls sie sich bewegt. Wir finden sie, Clementine. Und dann holen wir sie. Und dich. Und deinen kleinen Schisser. Ich glaube, du willst mich nicht töten. Wie du im Wald nicht sterben wolltest. Klappe. Du hast zu viel Schiss, oder? Du bist anders. Ich bin erwachsen. Das sehe ich. Mann, du bist genau wie er. Lee wäre am Boden zerstört, weil er bei dir alles falsch gemacht hat. Das kleine süße Mädel, das er beschützt hat, entpuppt sich als Biest. Er lehrte mich zu überleben, zu töten. Ja, der hat was angerichtet. Er starb trotzdem, Clementine. Hau ab! Jemand hilft mir sicher, die anderen zu finden, auch wenn du dich zierst. Hier haben wir schon mal Leute rekrutiert. Minnie wollte heute mitkommen und dir sagen, wie ihr unser Leben gefällt. Wie glücklich sie ist. Sie meinte, sie hätte hier eine Freundin. Freunde, die ihr fehlen. Ein Typ, der sie immer zum Lachen gebracht hat. Immer. Und ihr kleiner Bruder. Er fehlt ihr am meisten. Scheiße! Ach komm schon, wo du sind Bubi. Sie? Ich bring dich zu ihnen. Kann nicht. Bring sie zurück. Bitte. Es wird leichter, wenn ihr zusammen seid. Hör nicht auf sie, Ten. Du weißt, dass sie lügt. Sie hat dir deine Schwestern genommen. Sie ist schuld. Der Sniper muss weg. Der scheiß Sniper muss weg. Knall sie ab! Knall sie ab! Oh fucking Scheit! Verdammt! Alter Mitch, no! Alter Mitch! Los, Rückzug! Folgt ihnen! Lilly, du Fotze! Na, kacke, ich meine, Mitch war irgendwie ein Wichser, aber irgendwie war er auch in Ordnung. Deswegen, scheiße, Mann, ich hätte Mitch gern am Leben. Okay, bin allein zu Haus. Nein! Töte Dina, das Mädchen! Der war nicht schlecht. In Kevin allein zu Haus saß, sah es einfach witziger aus. Alter, Clem, die kämpft. Total für den Arsch. Hab Lilly gesagt, ihr würdet nicht kooperieren. AJ, no! Lilly ist diesmal nicht da. Reden wir ein bisschen. Nur du und ich.
Ganz allein. Verdammtes Miststück! Clem, ich kann nicht. Bleib weg! Oh no, 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 no. Weißt du, wenn ich jemanden wie dich sehe? Schwach, klein, ängstlich und lebendig. Naja, sind bestimmt viele gestorben, damit du überlebst. Das stimmt sogar leider. Alter. Ein Arm ist weg, ein Auge ist weg. Immer mehr gehandicapt. Alter, AJ, AJ, AJ. Was? Meine. Was? Was? Was war das für ein Anfall? Alter, Clem ist aber ein ganz schönes Biest. No, er hat mich mitgerissen. Oh, Scheiße! Verdammt! Sollte leichter sein. Wir sehen uns in der Hölle, Schlampe. Wir sehen uns in der Hölle. Da wirst du ganz schön lange auf mich warten müssen. Mir macht das Warten nichts aus. Oh, Scheit! Meine Fresse! Der Typ ist aber auch gar nicht tot zu kriegen. Ach nein! Ich muss meine Liebe retten! Wir retten dich noch, Louis. Keine Sorge. Na, shit. Ach, come on. Dann ist es hier. Yes. Ich fühle mich wie Daryl Dixon. Oh doch, habe ich noch getroffen. No, 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 no. Weniger wackeln, Kollege. Oh Mann, das war ein Massaker.
Es tut mir leid, dass ich ihr vertraut habe. Sie haben sie geholt. Asim und Omar und... verdammt, Louis. Ich weiß. Wir verfolgen sie. Wenn wir es wüssten, würde ich persönlich ihre Wände einreißen. Wir wissen es aber nicht. Tja, wir haben jemanden, der das weiß. Echt jetzt? Kinder des Zorns. Echt jetzt? Alter, ihr lebt ja immer noch. Ah, die Ratte ist schwer tot zu kriegen. No! Lass die Kinder zu mir kommen. Das war's. Okay, schauen wir mal rein. Violet sind auf Rache. Lily war dankbar, weil du sie nicht vergessen hattest. Lily war dankbar, dass du ihre Hilfe beim Aufstehen angenommen hast. Lily war unbeeindruckt. James war dankbar. Louis, Entführung zugelassen. Tja, Qual der Wahl. Ruby fühlte Dankbarkeit. Gefangen. Abel war erzürnt, als du Violet sagtest, sie solle Lily erschießen. Abel war beeindruckt, weil du Lily dazu angestachelt hast, auf dich zu schießen. Reumütig. AJ, die Therapie hat angeschlagen. Ten ist verzagt. Mitch ist tot. Kacke. Die anderen waren entsetzt. Rosie war glücklich, weil du sie im Hof gestreichelt hast. Willy war sauer, weil du seine Baumstammfalle nicht gegen die Plünderer eingesetzt hast. Asim entführt und Omar entführt, der auch noch verletzt ist. Wir haben 2 von 3 Gegenständen gefunden. Es gab wohl noch eine fleischfressende Pflanze. Gut, Freunde. Das war's mit The Walking Dead, Episode Nummer 2. Werden wir Episode Nummer 3 und 4 sehen? Steht auf der Kippe. Mein Gefühl sagt mir, wir werden sie sehen. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich hoffe ein bisschen auf Netflix. Die sind jetzt auch immer mehr in der Gaming-Branche drin, dass die vielleicht da irgendwie noch ein bisschen sagen, hey, wir wollen das kaufen oder so. Ich hoffe da ein bisschen drauf. Ansonsten werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Lasst eine Bewertung da. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ganz viel Liebe, Zombie-Liebe und... Tschüss!